Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Unboxing der King's Loot. Diesmal es ist eine Dauerwerbesendung, ihr wisst Bescheid. Ich weiß nicht, welche Box welche ist, weil sie haben es nicht dazu geschrieben. Ich habe das Verpackungsmaterial entfernt und habe grob reingeschaut, ob alles ganz ist. Also heißt, ob die Figur eingedrückt ist oder ob die Verpackung beschädigt ist, wenn überhaupt. Sieht weitestgehend gut aus, aber wir gucken es uns nachher genauer an. Bei Silent Mike. Ich mache einfach mal ein bisschen Werbung für ihn. Der hat die Boxen seit, ich glaube letzte Woche Mittwoch hat er diese unboxed. Hat immer die März-Box außer Korn, immer die März, April, Mai. Nee, die Mai-Box müsste er gehabt haben. Und die Juli-Box, weil alle zwei Monate kommt eine Box. Jede Box kostet ungefähr 70 Euro. Und jede Box hat ungefähr 4 Monate Verspätung. Jetzt kam eine Doppelbox, deswegen die letzte Box hat jetzt 4 Monate Verspätung, die erste Box 6 Monate demnach. Deswegen muss man ein bisschen warten. Wenn sie jetzt immer so Doppelboxen machen, dann wartet man halt sehr lange. Es fehlt noch die Doppel-Anime-Box von Get Digital. Deswegen lasse ich den guten, das Mega-Item dieses Jahr, muss ich sagen, aus der Dezember-Box, nicht aus dem Adventskalender. Hier lasse ich mal hier hinter mir sitzen, nur weil die Boxen kamen, ich glaube, die kamen immer an, aber Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres kamen sie nicht pünktlich an von Get Digital, ne? Wie gesagt, dadurch, dass ich für Kind, also bei Get Digital habe ich, glaube ich, beim Linktree unten ein paar Affiliate-Link, heißt, wenn er über den Link bestellt, dann bekomme ich was, aber hier ist, glaube ich, gar nichts. Bei King's Loot, habe ich King's Loot irgendwas? Nö, glaube nicht. So, und wir fangen mal an mit dem T-Shirt. Samus mit der netten Frau. Bounty Hunting Club. Bei Bounty Hunting weiß ich jetzt nicht aktiv, aber Samus Aran 1986 kennen wir schon. Aber Bounty Hunting sagt mir jetzt aktiv nichts. Also der Sticker, ne? In der gleichen Dings wie zu Samus. Aber schwarz-rot merkt euch mal, ne? Könnte mal wichtig werden. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, welche Box das ist, ob März oder Juli. Juni, keine Ahnung. Dann haben wir hier, ist es Green Arrow oder ist das. Ja, Green Arrow, ja. Steht unten zum Glück. Hier ist Green Arrow. Ist in der Verpackung, ist ein bisschen Spielkram hier mit bei. Bogen, Pfeile, Köcher und Pfeile. Genau. Mit einem Comic, wie es aussieht, hinten dran. Ne? Ja. Achso, wie gesagt, die Boxen könnt ihr wieder gewinnen. Ne? Einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob ich beide Boxen einzeln mache oder beide Boxen zusammen im Video, aber das seht ihr eigentlich gleich. Und ja, Comicbook ist dazu. Also wer Justice League mag, scheint irgendwas mit dem Teufel diesmal zu sein. Satan. Könnte auch eine Karte drin sein, wenn man das hier so sieht. Da hinten könnte eine Karte sein, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht versprechen, auf alle Fälle bekommt ihr die Figur. Ja, von der Wertigkeit her, wie gesagt, die Box kam 70 Euro. T-Shirts zwacken, die Figuren zwacken. Vielleicht sogar 30 Euro, ich weiß nicht. Und dann kommt ein Item, das könnt ihr nicht gewinnen. Ich sage euch aktiv vorab, was ihr gewinnen könnt. Das könnt ihr nicht gewinnen, weil Genshin Impact, genau, hier habe ich es gelesen. Ja, da, Genshin Impact. Da meine Moderatorin massiver Genshin Impact, ich werde jetzt nicht sagen, sie mag es, aber sie mag schon sehr. So, ich versuche das trotzdem mal zu öffnen, weil das könnt ihr dann auch sehen. Über das bekommt sie sowieso dann zugeschickt. Scheint ein kleiner Plüschball zu sein. Oder auch du Scheiße. Okay, hier ist noch ein Kissen. Es ist ein Schlüsselanhänger, würde ich mal sagen. Hier ist denn das? Bewegt den in die andere Richtung bitte. Hier ist so ein Kreuz drauf. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal gespielt, aber ich habe keine Ahnung wozu. Hier ist dann halt das Ding, wo ihr die tauschen könnt. Und dann kann das hier rauf, dann sieht es halt so aus. Ja. Also entweder so oder so. Könnt ihr selber entscheiden, auf alle Fälle? Natürlich könnt ihr selber entscheiden. Ich traue euch das zu. Es hat, glaube ich, das Flügel? Ich weiß es nicht. Ach du Kacke. Also pass auf, hier oben könnten Ohren sein. Hier könnten Ärmchen sein oder Flügel, ich weiß nicht. Und hier Beinchen? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel gespielt, aber das hat mir gar nichts. Aber Glückwunsch, Black Cat. Dein Item, du weißt natürlich, was das ist. Natürlich. So, dann haben wir von den Ninja Turtles so ein kleines Item. Es sind, glaube ich, wenn ich bei Silent Mike richtig bekommen habe, 6 Teile.
die man bekommen kann. Und mal gucken, welchen Teil wir haben. Ich müsste erst mal gucken, wie ich es aufbekomme. Komm, braves Teil. Nicht wundern, was sie vibriert, und mir geht gerade die Welt unter. Nein, Schatz. Okay, es ist hier erstmal noch eingepackt. Ich packe es für euch auch mal aus, damit alle sehen, was man zu gewinnen kann. Und ihr könnt. Haben wir die Ratte? Fuck. Ja, wir haben die Ratte. So sieht's aus. Und hier unten das letzte Stück haben wir. Schredder wäre hier gewesen. Der wäre für mich cool gewesen. Und ich weiß gar nicht, welches Silent Mike hat. Aber ich glaube, Silent Mike hatte einen Turtle, oder? Ich weiß es aber nicht. Ich werde ihn auf alle Fälle mal unten in die Kommentare verlinken. Weil er wollte ja, glaube ich, auch Infos haben, wann ich die Box habe, wie ich die Box habe. Silent Mike, falls du das willst, ne? Wegen. Ich weiß gar nicht, wie die Ratte heißt. Weil Donatella, Raffaello, Raffa halt, die eine wird einer Künstler benannt, aber ja, ich weiß es nicht. Ich hatte das schon so lange her bei mir. So, und dann haben wir, ich muss das leider auch spoilern dahingehend, ne? Egal welche Box zuerst rauskommt oder ob ich beide parallel, also nacheinander oder zusammen veröffentliche, aber die Figur gibt es ungefähr zweimal nur anders design, ne? Und hier haben wir einen Ogre von Warhammer 40k. Zum Bemalen, also richtig in Grau, sozusagen schwarz-weiß. Die hat ordentlich Gewicht. Meine ist ganz. Silent Mike seine war nicht ganz so ganz. Hier seht ihr dann noch mal besser. Oh, ist die schwer. Würdest du gerne wissen, ob die 2 oder 3 Kilo wiegt? Weil die Nutze sieht mir wirklich. Die ist sehr kopflastig. Dann haben wir hier kein Loot-Sheet in der Box. Was? Wir haben dieses Mal so viele verschiedene Items zusammengetragen, dass eine Abbildung auf einem Loot-Sheet schlichtweg nicht möglich war. Verarschen die mich? Okay. Nicht möglich wäre, da die Boxen sehr individuell zusammengestellt sind. Aber keine Bange. Der Wert des Inhalts entspricht natürlich trotzdem den Angaben auf unserer Webseite. Falls du Fragen hast, wende dich einfach direkt an Kingsloot. Was ihr dazu wissen müsst, erstmal für euch auf Deutsch. Was ihr dazu wissen müsst, ist, wenn ihr dort schreibt, habt viel Geduld. Also ich habe auf meine Fragen teilweise Monate keine Antwort bekommen. Viel Freude mit deinem neuen Items. Teile deine Freude mit MyKingsloot und markiere uns auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Die haben nach Twitter, die haben es nicht so x gemacht, haha, angeschissen. So, und dann haben wir bloß nochmal Verpackungsmodell. So. Und damit haben wir den Ogre. Wir haben Green Arrow. Das sind 2 Figuren. Den Ogre 40k, ich sage jetzt mal 40 Euro. Green Arrow 20 Euro, wurde gesagt, vielleicht 30 sind 70 Euro. Das ist der Boxpreis. Heißt, die beiden Figuren, also die beiden Figuren bekommt ihr auch, ne? Also ich habe daran gar kein Interesse. Falls jetzt in meinem Freundeskreis oder Familienkreis in der Sache Green Arrow will er haben, ja, kriegt da kein Ding, könnt er haben, aber die Ogre-Figur. Ich habe vielleicht jemanden, der sie möchte, aber schreibst du bitte unten in die Kommentare, falls du das Video siehst, interessiert mich. Interessiert mich einfach für Silent Mike, ansonsten könnt ihr den, also das ist aus Metall, 2 Euro. 3 vielleicht. Also ich habe die Metallschlussanhänger zu sehen. Ein Schleuderpreis wie 3 Euro, Originalpreis ungefähr 6,7. 6,95 glaube ich, habe ich gesehen. Sticker, von Kingsloot, Samus. Ich weiß nicht, ob es ein Crossover ist, ob es ein Direkt-Franchise ist, aber wenn es ein Crossover ist, also heißt nicht direktes, sondern das kriege ich sowieso, weil vom Künstler. Euro, 2 Euro. Da sehe ich jetzt nicht nur den Wert drin. Ein T-Shirt, wie gesagt, 20. Das T-Shirt könnt ihr auch gewinnen. Größe L, bitte daran denken. Und das war's, ne? 1, 2, 3, 4. 5 Items mit Sticker. 5, ja. Okay. Das war die Kingsloot Nummer 1. Ich werde natürlich gleich nochmal das Intro genauso beginnen. Nicht wundern bitte, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich zusammenschneide oder ob ich es getrennt lasse.
Seht ihr denn auf YouTube auf alle Fälle? Ist vielleicht ein bisschen peinlich, denn wenn ich es zusammenlasse, aber gut. Schreibt auf alle Fälle in die Kommentare, was sagt ihr zur Box? Wie findet ihr sie? Abgesehen von der Verspätung. Mit der Verspätung ist es nicht zu entschuldigen. Da hätten ein Item drin sein müssen für 300-400 €, was keinen Sinn ergibt, weil der Boxwert hat sich ja nicht durch den Versand erhöht. Logischerweise. Ja. Und jetzt die nächste Kings Loot. Wir haben wieder ein schwarz-weißes T-Shirt. Duck Hunting Club. Ne? Duck Hunting Club ist ein Spiel von oh, in 80er oder 90er Jahre. Das war mit dieser Lightgun-Pistole. Aber das weiß ich von GameStar, das weiß ich von YouTube, das weiß ich von Spielerückblicke, das weiß ich von Silent Mike. Also, und der Hund, der ist verräterisch für mich. Zu dem die Guns, also ein Lightgun, gleich über das, wir wissen Bescheid. Wie gesagt, das T-Shirt könnt ihr auch gewinnen, bekommen. Gar kein Interesse dran. Hier haben wir nochmal diese Teilebroschüre. Teile diese Scheiße und markiere uns bitte, danke. Also ganz ehrlich, das sind zwei Blätter, da hätten sie mir auch eh normal geben können. Ganz ehrlich, also ich verstehe, also ich kein Verständnis für mich, keins. So, also wir haben eine Funko Pop. Dadurch, dass ich eine Funko Pop Bezahlperson bin, muss ich sagen, die gibt es wahrscheinlich nicht, aber wir gucken mal. Und es ist Cortana, die gibt es wahrscheinlich echt nicht. Weapon Nummer 26. Cortana, ja, ist als halt auch Waffe bekannt. Ich glaube, sie habe ich auch nicht. Ich habe eine Cortana. Sollte ich sie haben, bekommt ihr sie. Steht unten in den Kommentaren dann auf alle Fälle. Achso, und ja, ich habe jetzt wirklich vergessen mit Hallo YouTube. Also die beiden Videos kommen zusammen. Punkt, machen wir so. Was ich geil finde, ist, dass sie so eine Pappbox haben. Also heißt so schädigungssicher. Das ist sehr gut. Also wirklich sehr gut. Kompliment. Funko Pop 15 Euro. Aktiver Preis bei GameStop. Ja. Sorry. Ich muss ich gerade angekommen. Dann. Aua. Was war das? Cooper. Parrot-Copper. Cooper. Irgendwie so. Da ist so ein Cooper drin, so ein Fliegender. So ein Armee-Cooper. Keine Ahnung. Und dann ist hier so ein Gedöns, sondern lasse ich für euch zu. Ach so, das ist, ach, hier oben seht das, hier oben seht das. Da, 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 da. Wie gut ist der Zoom? Warte mal, wie gut ist der Zoom? Wie kriegen wir das hin? Wie gut kriegen wir das hin? Macht er scharf oder macht er nicht scharf? Macht nicht scharf, oder? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, aber das scheint eine Box zu sein. Oh. Ich drehe es einfach um. Cool. Ja, das ist dann so eine Spielwelt, wie es aussieht. Ich glaube, ich habe es erkannt. Es hätte diese Figuren auch gegeben: Mario, Luigi, Prinzessin Peach, den Cooper, Magier und Toad. Oder ein Toad. Ich weiß nicht, ob es der Toad ist oder ein Toad. Auf alle Fälle. Jo. Ich hoffe, es tut euch nicht weh, dass ihr es sammeln wolltet. Aber falls ihr es bekommt, ne, ich sag mal, ihr könnt es nicht auspacken. Ja, den Flyer. Und dann haben wir hier. Wieder so eine Yu-Gi-Oh! Goldmünze. Der schwarze Magier, da sage ich mal, den behalte ich denn, ne? Der mit dem Ring ist halt ein bisschen schlimm, oder? Ich glaube, ihr erkennt es einigermaßen. Hier seht ihr auch, das ist ein 3D-Stanzding. Limited to 5000 worldwide. Display stand included. Bla bla bla. Numbers. Embossed Metal Karat. 24 Karat Gold pelted. Plated. Also ist mit Gold überzogen, anscheinend so wie Goldpapier. Costa Quanta, glaube im Laden 15, 25 Euro die Dinger. Echt wert. Reden wir bitte mal nicht drüber, bitte, okay? Also ist nicht wirklich. So, und dann haben wir mal wieder so einen hier. Da, wir haben noch so einen Ogre. Wieder unten ist noch ein bisschen Spielzeug weg jetzt mal. Aus 40k. Hier hinten sieht er noch mal ein bisschen besser. Der ist aber, oh, du Scheiße. Guckt euch das mal hier an. Uiuiui, du. Also, das ist nicht so schön, ne? Das ist komplett immer aufgerissen an der Seite. Also, da glaube ich, klingt es auf alle Fälle nochmal an. Also, das ist, geht gar nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist Kacke. Als Silent Mike auch eine Box, auch eine Figur gehabt, die war so. Hier, ach, hier oben auch. Also hier komplett eh mal. Auch hier. In der Sehne. Ich hoffe, ihr könnt es an meinen Finger sehen, weil transparent ist.
Aber hier ist auch kaputt. Wenn ihr die Figur möchtet, also ich schreibe es auf alle Fälle an. Ich mache euch immer keine Hoffnung, dass da was passiert. Aber ja, schwierig. Erste Figur top, ne? Zweite Figur flop, muss ich leider sagen. Und wenn ihr sie auspackt zum Bemalen oder ob ihr sie auspackt, um sie euch hinzustellen, ist es vermutlich okay mit der Verpackung. Ist ab 12 Jahre halt. Also für 12-Jährige, warum auch immer. Wir haben hier noch mal deinen Sticker, diesmal in Rot, denn nicht in Schwarz, kann ich euch noch sagen. Weil die Figur mit der Beschädigung 50% Wertsenkung, ne? So, muss man kurz in den Chat schreiben. So, dann haben wir hier noch einen Booster. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger wert sind, ne? Aber ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Es knistert kurz. Und dann bin ich mal neugierig. Komm nicht ran. Yu-Gi-Oh! Karten, hab Yu-Gi-Oh! Gespielt. Also ich habe ein bisschen Yu-Gi-Oh! Karten gehabt auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht waren. Ich habe es nie nachverfolgt. Ich habe den abgegeben. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wir haben wieder Kalender. Keine Ahnung, der hat längere Text als meine Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ob ihr den lesen könnt, aber der ist sehr klein geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sterne. Also, glaube ich, war ein Opfer, ne? Dann haben wir Rettungsass Verhinderer. Auch so 8 Sterne Vieh. Auch wieder ein Text. Bibeltext. Dann Verhängnis Ulka. Können ja alles zusammen. Auch ein Text bis Bibel. Wie gesagt, 4 Sterne hat er. Ich glaube 10 Sterne. Behemoth, der König der 100 Schlachten. Was ist denn jener hier? Okay. Altgeist Chatwips. Der sieht cool aus. So ein bisschen Holo, aber die haben alle Texte. Was hat der Getreller? Wasserkorb, der Getreller. Sorry, das hat ein bisschen geblendet für mich. Der Chat. Ich hätte einfach die Kamera halten sollen. Nicht so sehen. Nimm leere Jalouse. Oder so. Vielleicht noch französische Karte, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle Text ohne Ende. Das fortwährende Epos von Charles. Wer auch immer Charles ist, aber hier ist Charles. Und Diabolika, die Drachen. Irgendwas. Aber scharf ist gerade. Aber scharf ist gerade nicht, ne? Drachogeneralen? Wieso Drachogeneralen? Verstehe ich jetzt nicht. Also das sind auf alle Fälle die Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Karten sind drinnen. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwo eine High-Karte drin ist. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwo nachgucken kann. Wenn ihr in eine Webseite geht, wo man nach solchen Karten gucken kann, ne? Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie die heißt. Also bitte keinen Link schicken, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Ich bekomme die jetzt hier auch nicht rein. Ich lasse es sein. Ja, also die Items der Box. Die Figur ist heile, die Verpackung ist kaputt. Sagt euch eine Wertminderung bis zu 50%. Den Cooper hier. Das Ding hier. Ich sag dazu nichts. Den Sticker, die T-Shirt, die Karten. Die Karten sind 8 Euro. Über 7,99 ist ein Booster. Die Cooper Dingsbums hier, vielleicht ein 10er, sind wir bei 18. T-Shirt 28, Figur wäre wieder 40 gewesen. Jetzt 20, jetzt sind wir 48. Und wenn das Ding hier, ich glaube, wir haben unseren Preis nicht drin, sagen wir so. Die Box war jetzt nicht geil. Ich schreibe auf alle Fälle Kingsloot an. Ich hoffe, ihr kriegt Nachricht. Und dann bekommt ihr auch Bescheid, ne? Also. Hier ist auf alle Fälle da, wo ihr die Boxen bekommen könnt. Wie ihr seht, eine ist echt gut, eine ist, naja, mit der verkaufenden Figur echt schlecht. Die Karten sind ganz nett, ich weiß nicht, ob die was wert sind. Auf alle Fälle haben die so einen Text. Und das Goldplated können sie weglassen, ganz ehrlich, das macht gar keinen Sinn. Das Ding hier, auch eine gewisse Beschädigung hier oben.
Bei DHL waren Beta-Boxen aktiv verpackt, also die waren richtig zusammengepackt, immer umwickelt und so, also daran kann es nicht gelegen haben. Da war ein Scheiß innen drin gepackt, sage ich so wie das. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Unboxing, das ist im Januar. Ich rechne mit keiner Kingsloot, also die Anime-Boxen fehlen halt aktiv immer noch. Und schaut meine anderen Videos gerne auf YouTube, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen und ciao. Come on in. Come on.